Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Und abgesehen davon, dass eine Pflanze in unserem Bild ist und das Spiel mit Mist kann ich nicht sehen, weil da ein Fenster im Vordergrund ist. Ah, lockeren 15 FPS läuft unsere Tanke gut, würde ich sagen. Tanken reinigen Kasse. Oh, die Dame vom Tanken ist gleich fertig und macht Ausruhen. Das heißt, Angestellte, der Georg. Der macht mal. Na, noch nicht bezahlt. Der muss mal tanken. Tanken. So. Das heißt, ich kann mich kurz mal. Boah, wenn das hier nicht so mega. Das liegt an den Kunden. Die Kunden-KI ist sowas von fordernd. Das, vor allen Dingen, ich habe den Lüfter von meiner CPU geupgradet, weil das Problem war, dass der alte Lüfter, der Stocklüfter, der quasi auf der Grafikkarte, auf dem Prozessor von Anbeginn an drauf war, hat den Prozessor nicht mehr gekühlt. Ich weiß nicht, ob der sich gelockert hat oder ob die Kühl, ich wollte schon Gleitcreme sagen, die Wärmeleitpaste nicht mehr in Ordnung war, aber der Prozessor war irgendwie 95 Grad heiß und dann hat natürlich das System gesagt, nee, kühlen wir mal runter. Und in dem Sinne wurde dann quasi der Prozessor ausgebremst, damit er nicht zu heiß läuft. Aha, bei fast 100 Grad. Ja, also habe ich gedacht, ja gut, das könnte vielleicht daran liegen, dass das Spiel deswegen so ruckelig läuft, weil der Prozessor einfach ausgelastet ist. Aber nö, war nicht so. Der Prozessor ist jetzt irgendwie zu 40-50% ist er ausgelastet. Ist ja ein Xeon-Server-Prozessor. Weil ich habe da jetzt so einen richtig fetten Lüfter drauf. So ein richtig fettes Teil. So mit Heatpipes und richtigen 10-Zentimeter Lüfter oder was das ist. Der dreht auch viel langsamer. Und jetzt ist der Prozessor bei, lass mich mal nachgucken, 66 Grad. 66 Grad ist der Prozessor warm. Das heißt, da wird nicht gedrosselt. Ah, awesome. Das ist nicht gedrosselt, ist awesome. Das ist eine Powerlocke da. Ja, das ist awesome. Ich glaube, wir brauchen auch mal wieder ein bisschen. Brauchen wir Sprit? Lieferung. Kraftstoffvorrat. Kraftstoff übrig. 238 Liter. Von 1000. Ja, wir könnten den Workshop mal upgraden. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Den habe ich immer noch Level 1. Ja gut, komm, hier upgraden wir den mal. Super. Das war ja geile Kamerafahrt. Einfach mitten durchs Auto durch, was da noch steht. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Gab es dafür jetzt ein Achievement? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, der Kassierer ist gleich durch. Sag mal. Hat da jemand eine Zeitung gekauft und direkt zusammengerollt und wieder hingeschmissen? Nee, der Artikel gefällt mir nicht. Der ist scheiße geschrieben. So. Oh, ist immer noch voll. Habe ich eigentlich noch? Ja, habe ich noch. 67. Der Kühlschrank hier ist voll mit diesem tropischen Zeug und dem anderen. Ich brauche Hüte. Hüte brauchen wir. Ah ja. 5, 1. Langsam sind die ganzen Sachen alle. Eis haben wir noch. Eis haben wir noch. So, da haben wir keine Produkte mehr, da keine Produkte mehr und da haben wir auch nichts. Aber, na gut, George ist am Tanken. Die Kasse hat Feierabend. Keine Sorge, Chef ist schon im Geschäft. Huch. Sag mal, was ist mit dem Fisch los? Ey! Hallo? Sag mal, was ist denn hier jetzt erschwert? Hat der Fisch jetzt doch wieder plötzlich, Proportionen, also. Hey! Der will mich. Hallo? Hallo?
So, was geht denn hier ab? Hallo? Könntest du mal die Pringles in Ruhe... Ich meine natürlich die Stapelchips in Ruhe lassen? Ich glaube, da muss ich wohl einen Fachmann ranlassen, weil ich selber bin da vielleicht zu ungeschickt für. Mayumi, du kannst doch... Moment, kriegt die noch Geld? Egal. Bin in die Kasse. Danke. Kasse, ausruhen, ausruhen, ausruhen. Unsere erste Putzfrau... Unsere erste Putzfrau. Die Putzfrau ist gleich fertig mit Ausruhen. Und da ist schon wieder jemand an der Waschanlage. So, Angestellte... Charlotte und einmal putzen. So, wupp. Ja. Kasse 3. Dabei haben wir nur eine. Ha. Mal sehen, ob die weiß, welche Kasse gemeint ist. So. Charlotte. Charlotte. So. Einfach warten, bis es sich füllt mit Wasser. Okay, ich verstehe irgendwie so das Prinzip davon nicht. Also wenn irgendwo viel Wasser ist und man sprüht schön langsam in eine Richtung, dann füllt sich alles oder so? Das ist merkwürdig. Ich malträtiere hier die Shift-Taste. Eigentlich bräuchte man hier sowas wie Shift-Lock oder so, dass man das dauerhaft anzeigen kann. Weiß gar nicht, habe ich im Spiel eigentlich dauerhaft Rennen an? Ich glaube schon. So. Hoffentlich muss ich nicht auch noch die Innenseite von dem Auto machen. Okay, machen wir die Innenseite einfach mal mit. Jupp. Mehr schlecht als recht. So. So. Oh, da tut mir langsam der Finger weh. Vom ganzen Shift drücken. Ja, ja, das ist eine anstrengende Shift. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja schon, da ist wieder irgendjemand, der irgendwo hin will und nicht weiterkommt. Und war schon wieder ein Sandsturm, während ich nicht da war? So. So. Brauchst mich gar nicht so angucken. Ich mache hier nur meine Arbeit. So, hier noch ein bisschen. Ganz sanft. Upp. Das hat ein bisschen gekitzelt im Rücken. Ich hoffe, das war nicht unangenehm. Es ist schließlich heiß in der Wüste und ich wollte sie nur ein wenig abkühlen, liebe Kunden. Kundin. Sag mal, wann bist du denn endlich zufrieden, Mädel? Ich habe doch schon fast alles fertig hier. Ah, die Vorderseite habe ich noch nicht. Aber nicht losfahren, während ich hier am Putzen bin. So. Na, die nimmt es aber sehr genau hier. Was? Was war das denn gerade? Da muss ich nochmal zielgerichtet... Ah... Tschüss. Schönen Tag noch. Blup. So, reinigen, Kasse tanken. Alle drei noch da? Ja. Alles sauber? Ja, gerade nichts zu tun an der Kasse. Aber nicht mit den Fischen spielen. Das ist nur Deko. Oh, da slidet jemand zum Mülleimer. Das erinnert mich an Dracula. Dracula ist immer so durch die Gegend geglitten in, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Animationsfilm nochmal? Hotel Transylvanien? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da ist er auch so durch die Gegend geglitten, weil der muss ja nicht gehen. Der kann ja schweben. Der schwebt über den Ding. Mhm. Ja. Ja, ja, der Typ mit seinem komischen Bart da. Der erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß denn der nochmal aus Fluch der Karibik? Der Böse da. Graf Zottelbart wollte ich schon sagen. Aber nein, mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Ist auf jeden Fall so ein Bösewicht aus Fluch der Karibik. Der böse Pirat da. Weiß gar nicht, war das Davy Jones? Ich weiß nicht.
Oh, falls sich jemand wundert, was ich hier verdecke. Da steht nur oben Haus und unten WC. Das verdecke ich hier mit meinem Kopf. Ich könnte mich natürlich auch... Ich weiß gar nicht. Nee, aktuell kann ich mal... Ich kann mich gar nicht umstellen. Also ich kann mich gar nicht verschieben hier. Also ich bin hier quasi festgenagelt an diesem Punkt. Es gibt auch gar keine Szene aktuell, wo ich groß bin. Hm. Naja. Dafür gibt es täglich Videos seit 2012. Ja. Mehr als 100 LPs. Ja. Könnt ihr alles auch auf tbmzock.de sehen. Da ist die Liste von allen Spielen, falls die Webseite überhaupt noch... Ich habe da lange nicht drauf geguckt, ob der Server noch geht. Hin und wieder muss der mal neu gestartet werden. Herausforderung 0 von 35. So. Oh, neuer Kunde an der Waschanlage. Ups. Aktuell brauchen wir ja nichts bestellen, ausnahmsweise mal, weil wir so viel Zeug haben. So. Jupp. So, lalalala. Worauf ich auch mal wieder Bock hätte, wäre Fallout. So richtig schön Fallout zocken. So, im Sinne von, da gibt's ja nicht nur Story. Was ich bei Fallout dann auch ungern mache, ist Quick Travel. Das wäre dann natürlich so eine Herausforderung, nicht schnell zu reisen. Aber im Endeffekt, ja, mit Schnellreisen wird's nicht so schnell langweilig. Aber da ist dann wieder die Frage, wenn ich im Stream quasi Fallout spiele, ob ich das dann für YouTube quasi zusammenschneide, im Sinne von die ganzen Schnellreisen, die man bei Twitch dann nicht machen würde. Bei YouTube einfach rausschneiden, die ganzen Laufwege und stattdessen so tut, als würde man schnell reisen. Oder ob ich einfach bei Twitch schnell reisen sollte. Ganz böse. Weil ich mache das ja auch bei Monkey Island nicht. Bei Monkey Island mache ich alle Laufwege. Ich könnte zwar doppelklicken und dann entsprechend schneller reisen. Stehe ich jetzt gerade im Auto? Was? Niedriger Druck? Ach, Menno. Und Benzin brauchen wir. Lieferung, Kraftstoff, 500. Komm, wir müssen alles bestellen. Und mein Druck ist weg. Ich muss mal eben kurz das Krokodil füttern. Und nein, das ist kein Synonym für ich muss mal kurz an mir herumspielen. Hier ist wirklich ein Krokodil. Seht ihr? Hopp. 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 Wenn das doch alles nur so leicht gehen würde, dann müsste ich nicht den Müllwagen holen. So. Ein für Mami. Einen für Papi. Dann noch einen für den kleinen TBM zockt. Was haben wir hier noch? Ist hier noch. Ja, hier ist noch mehr. Dann noch einen für Großvater Herbert. Einen noch für Großmutter Gertrude. Ich glaube, das war's. Jupp, wir haben wieder vollen Druck auf der Waschanlage. Ah. Sorry, dass ich kurz unterbrechen musste, aber da war der Druck weg. So, Wagen ist auch gleich fertig. Ah ja, ich weiß, Herr Musk parkt da. Bin gleich da, keine Sorge. Ah, dass das auch immer so lang dauern muss hier. Aber es ist ein schönes Blau, das Auto. Gut, dass ich den komischen, glühenden Sandstaub von der Wüste wieder abbekomme. Ja, ich weiß ja, ihr kommt alle aus Indien und seid es gewohnt, dauernd zu hupen, aber das ist mir auch das ist mir jetzt auch außerhalb von Indien aufgefallen. Die Leute hupen immer viel zu viel. Das ist so, keine Ahnung, du gehst einmal über die Straße bei Rot. Und die Autos müssen bremsen, weil sie dich sonst umfahren. Nöt, nöt, wird gleich gehupt. Was soll denn das? Früher wurde auch nicht gehupt. Früher haben die einen einfach überfahren. So.
Dann brauchen wir nochmal wieder einen Mitarbeiter an der Tanke. Angestellte. Zahlen. Nein. Aufgabenliste. Tanken. Okay, hier steht jetzt... Ach so, Statistiken. So. Sonst kann ich ja mal, bis der... bereits durch einen Angestellten besetzt. Dann mache ich halt den hier. Perfekt. Und einmal hier. Ah, das war zu viel, aber trotzdem sagt die... Ach, dieses Kruckel.